Herzlich willkommen, ein fröhliches Moin hier, hier mitten in der Tiefe. Wir hatten ja letztes Mal hier unten aufgehört, um ein bisschen Obsidian zu sammeln. Den haben wir jetzt. Jetzt könnte ich hier dem einen noch auf die Füße hauen. Wenn der noch da ist. Hallo? Ich glaube, er ist nicht mehr da. Nö, sieht nicht so aus. Gut, dann gehen wir wieder. Ich, hab das, was ich wollte. Ich kann höchstens noch mal diese Musik. Ich kann höchstens gerade noch mal an der Seite gucken, ob hier vielleicht irgendwas Interessantes für mich ist. Vielleicht der ein oder andere Diamant. Immerhin haben wir gerade eine Diamantenhacke dabei und können hier richtig schön schnell durchgehen. Da könnte ich noch ein bisschen Steine auf dem Weg mitnehmen und ich könnte auch ohne Pause einfach weitererzählen, bis wir hier Lapis Lazuli gefunden haben. Wahnsinn! Guck mal, das hat sich doch schon mal gelohnt. Allein jetzt. Mach ich noch eine Fackel ran und renn hier einfach durch die Mauer dann. So. Kies. Gehen wir in die Richtung. Ach, guck. Eisen brauchen wir natürlich auch. Ich wollte ja meine Werkzeuge, wenn immer, aus Eisen machen. Und dafür müsste ich regelmäßig in die Tiefe gehen. Und dafür bin ich eigentlich noch zu feige. Da bin ich einfach zu doof. Da mag ich doch den anderen Hof. Hab ich auch nicht verstanden. Nicht drüber nachdenken. So, Lapis einsammeln. Dass wir wenigstens ein bisschen was verzaubern können. Können mit den Händlern ein bisschen was handeln und Level machen. So würden wir wenigstens auch ein bisschen Kohle scheffeln können. Und nebenbei etwas, etwas unsere Ausrüstung stärken. Darauf wollte ich hinaus. Vielleicht kann man das ja später auch mit dem Hilfe des Most Creatures ein paar neue Dinger machen. Ich gehe einfach mal lang. Vielleicht ist hier irgendwo was Schönes. Keine Ahnung. Sieht doch nicht so aus. Komm, wir gehen mal zurück. Ich könnte ja in eine andere Richtung mal buddeln. Wie wär's denn mit hier? Ich hoffe, hier stürzt nichts ein. Das hört sich nicht so an. So. Ah, ach guck. Ach ja. Das habe ich eigentlich ganz anders geplant gehabt jetzt. Ach. Hä? Bin ich hier richtig? Auf Höhe 9? Warte mal. Mach mal Licht, bitte. Schlüssel, bitte. Licht, bitte. Ist hier vielleicht noch was Interessantes, was ich unbedingt mitnehmen muss? Und wenn ich schon mal so tief bin, könnte ich mir eigentlich auch mal den Endstein anschauen. Ja, ich habe keine Cola, kein Cola. Keine Schaufel dabei. Ich wollte erst Kohle sagen, dann ist Cola drauf geworden. Okay. Ich schätze mal, das ist nur ein Lavafeld. Ein Lavafeld. Ein Lavafeld. Komme ich da drüben noch weiter? Ich versuche mal hier noch ein Stück weiter zu gehen. Ich müsste doch eigentlich mein Gang gleich wiederkommen. Ach. Der? Ja. Gut. Jetzt gehe ich aber zurück. Denn gierig bin ich eigentlich nicht. Wir haben Kohle gefunden, wir haben Eisen gefunden. Wir müssen noch ein wenig durch die Höhle durch, müssen vielleicht durch die Nacht noch durch. Und ich möchte gerne zu Hause ankommen. Das ist mir zurzeit am wichtigsten. Wieder zurück, heil zurückzukommen. Hallo? Jemand zu Hause? Jetzt geht mir das doch langsam auf den Sack. Auch nicht besser. Aus jetzt, aus! Hab doch gar keinen Plan. Huch. Na nur. Es ist immer das, wie man muss. Ja, unbedingt. Oh Gottes Willen. Okay, einfach nur hoch. Wir schaffen das. Wo kommen denn diese komischen Sprites her? Waren die schon mal da? Wenn ich Glück habe, ist es Tag. Es ist Tag. Es ist Tag, Tag, Tag. Es ist Nachmittag. Sehr gut.
Hui. Okay, haben wir die Tour doch geschafft. Jetzt müsste ich eigentlich noch in den Äther gehen, aber ich glaube... Eieiei, dafür müsste ich mich eigentlich vorbereiten. Aber wie sehr will mich noch vorbereiten, wenn nicht mehr, als ich nicht schon habe? Hä? Ja. Geht's hier eigentlich noch irgendwo hin? Hallo? Oh, warte mal, das war die Höhlensicht. Aha. Nö, will ich gerade nicht weiter. Ich glaube, das hatte ich auch schon mal zum Teil zugemacht. Gut. Ich werde erstmal was einlagern. Hallo? Kommt gleich die Stöhnige entgegen hier. Ach, bin wieder zu Hause. Sehr schön. Gut, dann packe ich mal aus, ne? Hier. Und dann noch ein davon. Huch, nee. Habe ich nicht die Steine da schon? So. Obsidian haben wir jetzt ja auch schon genug. 34. 34 reichen auf jeden Fall, um schon etwas Schönes zu bauen. Lapis haben gefunden. Das erfreut mich doch sehr. Packe lieber die Smaragde raus und dafür die da rein. Die da rein. Sand war hier drüben irgendwo. Ja, dann können wir das nächste Mal versuchen, den Nether aufzumachen. Vielleicht mit dieser passenden Musik dazu. Soll ich das jetzt noch machen? Nein, jetzt nicht mehr. Schade, schade. Unter der Woche kann ich immer nicht so lange. Die Kohle kann ich hier entweder einlagern oder noch in den Öfen, in die Öfen schmeißen. Ja, ich mache mir noch ein bisschen frisch. Und dann würde ich sagen, können wir das nächste Mal versuchen, uns in die Hölle zu begeben. Denn immerhin brauchen wir Quarz. Ich möchte gerne dieses Lager ausbauen. Was tut man nicht alles, um... Was tut man nicht alles für den Fortschritt? So kann man das natürlich auch sagen. So. Okay. An dir sieht das ganz gut aus. Feuersteine können wir meinetwegen hier hinten noch mit reinpacken. So. Soll mir erstmal reichen. Ein schusssicher Zeug. Ich weiß gar nicht mehr, wie das... War das mit der Druckplatte? Ist das ein Stein? Ja. Nimm mal mit. Ich will noch was ausprobieren. Entweder war das der Freund. Oder es war der Freund. Das weiß ich nicht mehr. Ich möchte mir gerne noch was... Ja, genau, das Ding wollte ich bauen. Dann war das die Druckplatte. Nur, dass die Druckplatte... Dann brauche ich noch Stöcke. Ein Stock habe ich... Hey. Was kann ich denn mit einem Stock machen? So war das... So, ich weiß nicht mehr, wie das... Ein Haar? Nee, das war anders. So, ne? Nee, auch nicht. So. 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 Habe ich das Rezeptbuch noch dabei? Druckplatte. Ach so. Und wenn das Rezeptbuch nicht geht, dann nehmen wir das hier. Druckplatte. Was kann man daraus machen? Aha. Ist das doch das falsche Rezept? Hoppla. Steinstufe. Vielleicht war das der hier. Ja, der war es. Okay. Hätte ich doch die halben nehmen können. Hier. Wird das schon dunkel? Es wird dunkel. Oh, es ist schon dunkel. Tschüss. Lass mich rein. Wo ist das Bett? Ich träume sonst ganz böse. Fürchterlich. Ha, gute Nacht. Ah, schön. Guten Morgen. Guten Morgen. Wer keucht denn da? Hey! Sowas. Warte mal, ich muss erst mal gucken, ob hier irgendein Zombie-Alarm... Sieht nicht so aus. Gut, dann kommen wir wieder zurück. Ja, ich stelle mir wenigstens noch die eine Trophäe rauf, weil ich so mutig hier alles erkundet habe. War das der? So? Nee, wie war das denn jetzt? So war das, genau. Wo stelle ich die denn hin? Komm. Da, wo Platz ist. Schön. Gut. Dann würde ich sagen, machen wir beim nächsten Mal weiter. Versuchen irgendwie in den Nether zu gehen. Dafür muss ich mir natürlich noch einen hübschen Ort aussuchen. Vielleicht baue ich da auch ein Häuschen für da. Könnte ich ja nicht auch.
Ich weiß es noch nicht. Auf jeden Fall werden wir das nächste Mal Richtung Neta unsere Interessen verfolgen. Bevor wir uns dann wieder in die Tiefe wagen, denn nach Diamanten habe ich gerade erstmal nicht so viel Lust. Vielleicht können wir hier den einen oder anderen Diamanten noch uns erkaufen. Und dann würde ich sagen, sehen wir uns dann nächstes Mal wieder, wenn es wieder heißt Let's Play Minecraft Hard. Bis dahin sage ich Tschüss. Ah. Ganz vergessen, ich habe ja noch 10 Minuten. Ich habe irgendwie falsch auf die Uhr geschaut. Ich dachte, wir wären schon längst so weit gewesen, dass wir schon ausmachen hätten sollen. Na gut, wenn wir noch 10 Minuten haben, dann kann ich ja noch anfangen, eben das komische Häuschen zu bauen, wovon ich gerade erzählt habe. Ich dachte wirklich, die Zeit wäre schon fortgeschritten. Ich könnte ein eigenes Steinhaus bauen. Ich könnte es aber auch aus Sandstein machen. Aber Sandstein, Gast, ich glaube, das verträgt sich nachher nicht so gut. Und wie wäre es, wenn wir ein Gemisch machen? Ein Sandstein-Steingemisch. So, kann ich mal versuchen. Aber wohin damit? Und das muss ich ja dann den Dörflern auch fernhalten. Oder mit Eisentüren versehen. Mit Druckknöpfen. Was ist das denn? Um Gottes Willen. Was war das? Knochen? Hat jemand seine Eier fallen lassen? Ich könnte es natürlich auch hinten in den Tempel bauen. Ich habe ja nur 42 Sandsteine. Ich habe Lust, hier einen Tempel hinzustellen. So einen kleinen. Einen klitzekleinen. Gönn es mir. Komm. Ich meine, wenn wir schon die Zeit dafür haben. Wer hindert mich denn daran? Also, jetzt muss ich dann noch. Schöne Sache, Harry. Schöne Sache. Und noch ein. Das ist erstmal nur die Grundkonstruktion. Das kann später noch ein bisschen gefeilt, vor allem ausgefeilter werden. Vielleicht mal ein bisschen verzierter werden. Oh. Bin ich hier schon ein zu hoch? Heia! Oh. Ne, den da nicht. Na toll. Ha, au. Ich glaube, das wird noch einige Steine kosten. Ich versuche mich ja nur davon zu stehlen, jetzt sofort schon in die Nether zu müssen. Beste Zeit, mich verraten. Das sieht schon mal sehr nach Tempel aus. Ich finde, das ist sehr hübsch geworden. So. Wäre es denn, wenn ich hier noch einmal... Ich glaube, 9er wird nicht reichen. Ich schaue ja natürlich hier hin nachher. Das muss... Ach. Habe ich jetzt verbaut? Nee, eigentlich nicht. 1, 2, 3. Da. Mist. Ach, schon alle. Ja, gut, das war's dann. Ja, ich denke, ich werde demnächst ein paar mehr Steine brauchen als nur diese drei hier. Ich kann das ja einmal aus Erde vorformen. Erde habe ich ja gerade genug, damit ich wenigstens sehe, wohin die Reise gehen soll. Was macht das denn für einen Eindruck von hier? Ja. Geht so, ne? Ja, pass auf, ist ja noch nicht fertig. Achso. Ja, wir handeln auch bald wieder, versprochen. Der schaut sich das Schild hier ganz präzise an. Es könnte ja sein, dass was anderes... Oh, Verzeihung. Ja, ja, nee. Schauen Sie ruhig weiter. Ich wollte nicht stören. Ich kann ja mal kurz durchwischen. Ah, schön. Okay. Steinerde. So. Jetzt kann ich da ja eigentlich nur so einen Drecktempel hinbauen. Richtig doll wird das dann ja auch nicht.
Aber ich kann zumindest das Grundgerüst mal hinstellen, damit man sehen kann, worin die Reise ungefähr gehen soll. Möglichst symmetrisch. 1, 2, 3. Das wird wieder mal viel zu groß. Fahrgast brauchst du mal viel zu groß. Na, den nehme ich dabei nicht weg. Ach, das sind ja schon 4. Der muss ja nach hinten auf jeden Fall 6. 2, 3. Dann muss da sowas hin. 1, 2, 3. Dann muss da sowas hin. 1, 2, 3. Dann muss da sowas hin. Was habe ich denn jetzt? 1, 2, 3, 4. Das wird zu groß. Ja, schade eigentlich. Ist das überhaupt noch? Stimmt das überhaupt noch? Nee, irgendwie habe ich mich verbaut. Warte mal. Also hier stimmt's noch. Da stimmt's auch noch. Ah, der stimmt schon mal nicht. Genau, der ist verkehrt. Hallo? Das ist nur die Außenfassade. Der eigentliche Tempel, wenn er, also wenn er griechisch ist, dann ist der eigentliche Tempel immer drin. Ich glaube, das habe ich in ASCII auch so gebaut. Hä? Hab ich schon wieder verbaut? Da hinten habe ich mich jetzt verbaut, ne? Muss man ganz schön aufpassen. 1, 2, 3. Eigentlich sind es 5. 1, 2, 3, 4. Ja. Der ist verkehrt. Ich könnte ihn auch so halb verkommen machen. Kommt da so eine Fassade drüber? So ein ganz flaches Dach. Hier so ein ganz flaches Dach drüber. Was ist denn das da? Wird es dunkel? Nee, noch nicht. Zum Glück stehe ich hier mitten auf dem Feld. Ganz flaches Dach. Aber ich glaube, wenn ich hier noch 5 rübergehe, dann bin ich zu weit. 1, 2, 3. Nee, das wird nichts. Oder ich muss mir dann noch was einfallen lassen. Ist die Musik lauter geworden? Ich mache mal was anderes an. Ja, unbedingt. Bisschen Stimmung beim Bauen hier. Ja, ich mache ja schon. Warte. Ich muss noch mal versuchen, hier rüberzukommen. Und dann hier 3. Dann könnte ich hier auch noch. Könnte ich hier auch. 1, 2, 3. Und hier 3. 1, 2, 3. Das sieht bestimmt von außen richtig gacke aus. Immerhin ist es nur Dreck. Aber ich weiß, was es werden soll. Ich hab's vor meinem geistigen Auge. Lass mich. Jetzt weiß ich bloß nicht mehr, wie das auf der anderen Seite aussah. Es gibt Momente, da würde ich gerne fliegen können. Verdammt. 1, 2, 3, 4. Das heißt, der ist da auch. Und der ist da auch. Vielleicht lenkt mich die Musik auch gerade nur ab. Nein, es wird dunkel. 1, 2, 3. 1, 2, 3. Den nehmen wir wieder weg. 1, 2, 3. Irgendwas stimmt da nicht. Ja! Ah. Ja, irgendwie sowas. Irgendwie so habe ich mir das vorgestellt. Irgendwo habe ich mich verbaut, glaube ich. Ja, da muss ich später nochmal gucken. So. Jetzt mache ich mal ein kleines Aufnahmepäuschen. Ich würde mal versuchen, offline ein bisschen zu sammeln, vielleicht ein bisschen Sandstein zu holen, oder wir machen das zusammen, je nachdem, wie ich Zeit finde und nicht so viel Elec spiele. Kommt drauf an, ob ich viel Elec spiele oder gar nicht spiele. Je nachdem, was ich gerade so unter der Woche vorhabe. Ich würde sagen, wir sehen uns beim nächsten Mal wieder und basteln dann gemeinsam weiter rum, bis wir dann in den Nether kommen. Bis dahin sage ich Tschüss, euer Fargus-Alpin.